Die Reise geht weiter. Trinken darf ich nicht vergessen, mal Trinken herzustellen. Dieses große. Mit diesem, ich weiß nicht, ob es Eis ist. Gott sei Dank ist das nicht so ein Survival-Game, wo du auch auf Dings achten musst, auf Magen-Darm-Beschwerden und so ein Kram. Ich meine, ich finde einige Survival-Games cool, aber manche übertreiben es aber auch, muss ich sagen. Es muss nicht hundertprozentig realistisch sein, aber klar, es ist schon cool. Oh, ich glaube, es kommt eine Tür, oder? Kommt eine neue Tür? Ich glaube, wir steuern wieder auf den Bahnhof zu, oder? Die Musik wird so dramatisch. Es könnte sein, ne? So, warte mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und weil Sie nichts sehen, sehen Sie morgen. Oh, warte mal, da ist noch Essen. Ja, da kommt ein Tor, glaube ich, zumindest gesehen zu haben. Oder? Nee, doch nicht. Habe ich vertan. So, manchmal verliere ich ein bisschen die Orientierung. So, oh, warte mal. Trinken. Hallo, trinken. Zack. Können wir noch ein bisschen was herstellen? Nein. Bremse. So, Essen. Gekochtes Essen, 5 Stück. Hier ist nochmal Essen, das können wir so mal essen. Trinken. Was brauchen wir denn für das große Trinken oder was das ist hier? Size, okay. Hier kann man auch normales Trinken herstellen. Fuel ist gleich schon wieder leer. Wenn ich es richtig sehe, oder? Was gibt es denn sonst noch für Brennstoffe? Das Fett wahrscheinlich, ne? Alter, das dauert aber mit dem Trinken. Ja. Hat er hergestellt. Nice. Okay. Können wir nochmal Trinken herstellen? Mach mal eigentlich. Nee, okay. So, warte. Haben wir was zu sammeln in der Nähe? Ja, Holz. Nice. Damit können wir die Kitchen nochmal befeuern. Chemical. Braucht kein Mensch gerade. Aber immer mitnehmen. Was wir haben wir, ne? So, Bremse lösen. Ich weiß nicht, warum man hier schnell fahren sollte. Vielleicht macht das später Sinn. So, Ofen schmeißen wir mal hier. Feuern wir mal das Holz rein. So, oh, warte mal. Halt, stopp. Essen nehme ich mit. Chemical auch, wenn es sein muss, unbedingt. Davon finden wir echt viel und wir machen eigentlich viel zu wenig damit. Da ist Scrap Metal, da ist Dry Ice. Was brauchen wir nochmal für Dings? Für das große Wasser? War das Dry Ice? So. Ich finde es immer so episch, wenn die Musik nachher kommt, so. Dieses... Da ist es! Ich wusste es doch! Fliegt da ein Bett da vorne? Nee. Ich habe jetzt gedacht, da vorne fliegt ein Bett oder so. So. Es ist so wieder soweit. Ihr habt richtig eingeschaltet. Es ist 20 Uhr hier im Livestream. Voll geil eigentlich die Melodie. Sensationen, Sensationen. So, alles mit dem, was wir noch können. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Ja. Das Tor der Verdammnis. Habt ihr euch richtig entschieden? Oh, da ist noch jede Menge Wut. Oh, warte mal. Halt, stopp. Nein, wir gehen zurück. Was passiert eigentlich, wenn wir zurückfahren bis zum Rückwärtsfahrpunkt und dann so endet die Musik, dann wird die auch wieder leise? Wäre halt mal mega lustig zu wissen. So. Ich guck mal eben wegen Wasser. Was brauchen wir dafür nochmal? Auf jeden Fall kein Dry Ice.
So, ist hier noch irgendwas? Ja, ich glaube, das war's. So, Freunde. Der Zug 9¾ fährt gleich hier, um Gleis 9¾ fährt gleich ein, der Zug. Tschu-tschu. Die Deutsche Bahn Richtung Phantasialand ist wieder da. Ich finde das immer noch so geil. Ah, da kriege ich mal eine Gänsehaut. Ich finde das mega. Ich finde sowas echt episch. Bitte was? Was zur Hölle? War das das, worauf man mich vorbereiten wollte? Ah, Alter, Hilfe, was zur Hölle? Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen oder was? Wo? Von wo überall? Alter, was zur Hölle? Was sind das? Sind das Voidbewohner? Alter, der Erzieher war echt gut. Bruder, da muss ich aber los. Damit habe ich ja gar nicht. Alter, voll die Action hier. Nach so viel Sammelei erstmal ein bisschen Scrap Metal mitnehmen während des Kampfs. Alter, 56 AP noch. Da drüben ist auch noch einer. Was ist denn mit dem? Alter, was ist der Action? Ich bin total aufgeregt. Was geht denn hier ab? Holy shit, ist das unser Bahnhof? Der richtige Bahnhof endlich. Sag mal, bleib doch mal stehen, Mann! War's das jetzt? So, Scrap Metal. Was ist das hier? Huch! War's das? Ist hier noch jemand? Hallo? Oh, alter Bruder! Da muss ich aber los! Tsching! Das war ja witzig. Wo ist der? Aha! So, der ist weg. Now that the enemy is disposed of and our adventurers get a chance to look around, they find a control post mentioned in the diary. Aha! Ein Control Post. Ah, okay, alles klar. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch die Möglichkeit haben, endlich zu bauen. Ich bin so gespannt. Aber erstmal looten wir ein wenig. Hä, was sind das denn für Leute? Greifen die mich einfach an? Hallo, ich bin nur zu Besuch hier. Wie geil das einfach ist. So, was haben wir denn hier? Kann ich irgendwas lesen? Okay. Was je Händen? Oh, wir können sogar Spinde aufmachen. Wusste ich gar nicht. Toll, nix drin. Genauso leer wie mein Kopf. Boah, wir finden aber hier viel Holz und Scrap Metal, ne? Ich glaube, das ist gewollt, dass man das hier findet. Die Bilder sind ja ein Traum. So. Gehen wir mal weiter. Wie riesig dieser Bahnhof aber auch ist, ne? Ammo für Shotgun. Alter Schwede. Das ist aber nicht mehr Inventar, ne? Das ist hier unten drin. Seht ihr gar nicht, weil es hinter mir ist. Weil hinter mir quasi sind die ganzen Anzeigen für Waffen und so. So, wir haben die Seite, glaube ich, abgefrühstückt, ne? Eigentlich kann ich die Waffe wegstecken, wir brauchen sie nicht. Alter, 52 HP. Was passiert denn, wenn ich jetzt esse? Oh ja, das bringt einiges mehr. Muss man einfach sagen. So, trotzdem möchte ich einmal... Trotzdem würde ich jetzt einmal gucken, was wir hier für Möglichkeiten haben. Kann man die looten? Und was sind das für Boys? Was ist denn mit dir? Alter, geil, Ragdoll. Geh mal da runter, Junge. Also ich häng dich da ab. Ah. Ah, cool, der verschwindet einfach. Ah, wieso greifen die direkt an? Entschuldigung. So, hier scheint der Dings zu sein. Das werde ich aber gleich erst machen. Ich werde mich jetzt erstmal, wie gesagt, umgucken.
Oder ist das dieser Baumodus? Wir müssen erstmal alles sammeln, was wir hier finden können. Alter, wie viel... Oh nein, Inventory ist voll. Aber ist nicht schlimm, wir haben jede Menge... Wir haben jede Menge Kisten zum Befüllen, die schon alle voll sind. Alter, wir haben zwei Kisten gemacht. Ah, okay, hier geht noch ein bisschen was rein. Nice. So. Da geht auch noch was rein. Alter, so langsam wird's eng, ne? Haben wir noch Platz für Holz irgendwo? Ich hatte da Holz vorhin rausgenommen, ne? Hatte ich nicht vorhin irgendwo Holz rausgenommen? Okay, wir haben alles voll. Jetzt sollte ich den Ofen noch mal ein bisschen befeuern. Ah, 5 da rein und 4 da rein. Hier vielleicht in der Schmelze auch noch mal welche rein. Auch noch mal 4, so. Was höre ich da? Ich höre ihn. Irgendwas höre ich da. Weiß nicht, was es ist. So, das Leder lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Open. Das scheint irgendwie eine Werkbank zu sein. Alter, wir kriegen so viel... Oh, Munition voll. Man kann volle Munition haben. Wahrscheinlich Shotgun ist nicht unendlich. Die Pistole ist ja unendlich, ne? Ich will das gar nicht berühren. So, auf der anderen Seite haben wir alles voll. Was ist das hier? Interact. Was zur Hölle ist das denn? Stromversorgung? Unfallpause? Was ist denn bitte eine Unfallpause? Tja, gut. In der Unfallpause... Hä? Oh, wie süß! Ich meine, süß. Was bist du denn? Hallo? Hey! Ach, das ist der für den Dings, ne? Der ist ja niedlich. Hallo! Oh, du bist ja niedlich. Wie heißt der? Roflemo. Der ist ja niedlich. Wie nennen wir den denn mal? Wie sollen wir den denn mal nennen? Fridolin. Ich nenne ihn einfach Fridolin. So, das ist unser Fridolin. Oh, der ist ja süß. Ich meine, wie niedlich der einfach ist. Fridolin, wie geht's denn dir? Hä? Fridolin, mein Bester. Wie gut. Fridolin, der beste Freund. So, was ist das hier? Da ist es gar... Hier steht... Was steht da dran? Betreiber, Sicherheit, Schichtleiter, Tor A, Tor B. Okay. So, trotzdem erstmal looten. Das sieht aus wie eine... Wie ein Altar? Das könnte ein Altar sein. Was? Was ist das denn? Pig Bang. Was? Not enough tokens. Was? Oh, das erinnert mich ein bisschen an Bioshock mit den Automaten. Wie gut. Oh, jetzt wird's, glaube ich, interessant mit dem Spiel. So, hier sitzt man wahrscheinlich dran an den ganzen Automaten. Void Wars Episode 3, jetzt im Kino. Alter, wie viel Scrap Metal wir kriegen, ne? Ich glaube, wir werden gleich richtig ausbauen können, weil wir auch so ordentlich gesammelt haben. Gebäude, heißen dich, wird sie bekommen. Gebäude A2, kommen wir nicht rein. Da ist zwar offen, aber ich glaube, da geht's nicht rein. Wir gucken uns erstmal in Ruhe um. Oh, hier ist noch eine Kiste. Munition, alles voll. Okay, gut. Man kann ja nie wissen, ne? Hier ist nochmal Scrap Metal. Alter, was eine Action. Oh, guck mal, da drüben geht's ja auch noch weiter. Holy shit. Okay, Special Ammo. Auf der anderen Seite haben wir auch so ein Baudingen. Kann man hier irgendwie, kann man sich hier das als... Alter, wie riesig das ist. Gut, oh, gut, oh, gut. Nicht, dass ich mich hier noch verlaufe. In der hintersten Gasse. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, hier ist jetzt nichts Besonderes. Ist aber schon ein cooler Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. So, hier ist eine Lampe. Kann ich an- und ausmachen. Das ist ja witzig. Mann, ich würde gerne solche Bücher mal lesen oder so. Gut, da steht jetzt nicht so viel drin. Wir haben es 6 nach 6. Ja, ich glaube, es ist schon später, aber okay. Ach, das kommt hier raus.
Ich dachte, da draußen stand irgendwas. So. Warte mal. Okay. Technikgebäude. Technik war Technik. Aber ich frage mich, was sind das für Anlagen? Sind das einfach nur Bahnhöfe oder haben die noch irgendeine Bewandtnis? Was ist das für... Oh. Lass mich raten, die Spinne sind auch wieder alle leer. Toll. Richtige Mobbing-Spinde. Oh, noch mehr Spinde, die leer sind. Hey. Ey, das sind doch, ist doch voll das Mobbing-Spiel. Man kann die Spinde öffnen, da ist nicht einmal was drin. Weißt du, und dann machst du eigentlich auf und genau da ist was drin. Genau so wird es sein. Hm, die haben alle wohl keine Zeit gehabt zum Schreiben. Aber leere Spinde. Die Spinde haben sie alle geleert, weißt du, aber Schreiben hatten sie keine Zeit für. So, das kann ich alles nicht mitnehmen. Wir haben not enough space, weil wir alles voll haben. Okay. Aber hier, 40. 10 von 40. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr seht das, wie gesagt, nicht. Könnt ihr jetzt für Kurzzeit die Kamera ausmachen? Was ist das denn hier? Hä? Lol. Was? Hä? Was? Hui. Yay, Tor. Woo. Yeah, geil. Woohoo. Ich freue mich. So. Nehmen wir mit. Essen, Holz. Inventar fast voll. Hier ist auch noch... Oh, hier sind auch noch zwei Kisten. Hä, die haben voll Dings hier. Voll Fußballplatz und alles. Richtig gut. Jetzt haben wir alles voll, ne? Ne, 12 von 40 Raketen oder so, glaube ich, ist das. Das wird, glaube ich, noch sehr interessant. Vor allem, was waren das für Leute? So, hier ist sonst nichts, ne? Nee. Entschuldigung. Die können wir nicht öffnen. Gut, dann haben wir... glaube ich, soweit erstmal alles. Denke. Gut. Ja. Freunde der gepflegten Unterhaltung und des breiten Sports. Da ist noch eine Kiste. Es ist echt ein Bahnhof, ne? Hier kannst du echt sitzen und warten. So, nehmen wir alles mit. Oh, nochmal Leder. Geil. Und hier ist auch noch eine Kiste. Die haben wir noch nicht gehabt. Noch mehr Scrap Metal, noch mehr Holz. Nice. So. Gut, heißt also, ich würde einmal das Fleisch erstmal braten. Ich frage mich, wie lang dieser Zug wohl werden kann. Weil wenn der Bahnhof hier so riesig ist. Und er ist so niedlich. Hallo. Take off, wir können ihn noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wofür der gut war. So, warte mal, ich brutzel mal eben. Und, so, was haben wir denn? Kann ich irgendwas einlagern? Hier ist voll. Hier ist voll. So, dann würde ich einmal hier das Fleisch noch machen. Weil das... Warte mal, hier hinten haben wir doch die Dingskiste, ne? Was trinken können wir mal? Was bringt das? Oh ja, das bringt richtig viel. So, dann packen wir das Fleisch da rein. Zu trinken können wir auch noch mal eben machen, ne? Wir haben zwei von den Dings. Warum macht er das nicht? Create. Not enough space for finish. Produkt. Ach so. Entschuldigung. Ich hatte noch was in der Auslager mit diesem. So, das heißt also, das kann da rein. Leder haben wir, glaube ich, keinen Platz mehr und so. Sortiere das mal gerade ein bisschen. Gut, den Rest können wir erstmal in der Tasche behalten, weil wir werden jetzt wahrscheinlich eh was brauchen zum Bauen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal, wie süß er einfach ist, wie er guckt. Hey. Voll niedlich. So. Packe ich das Trinken mal eben weg. Und dann würde ich sagen, dann probieren wir mal hier das Ding aus. Was ist das hier? Bilderbox. The resources in this box will not be saved if you leave the depot without packing up. Bilder. Was heißt Bilderbox? Wofür ist die denn? Interact.
Ach so. Ah, ich verstehe. Diese Box ist zum Bauen da. Damit wir... Ich verstehe. Ich pack die jetzt mal ein bisschen voll. Ja, mein Kleiner. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen erweitern unseren Zug. Bisschen Holz brauchen wir auch, ne? Nicht nur Scrap Metal. Wir müssen nur dran denken, dass wir die Sachen mitnehmen. Ich weiß nicht, was wir sonst noch brauchen. Leder vielleicht? Gucken wir mal. So. Die Lokomotive. Also, Bildmodul. Ach, hier stehen wir. Guck mal, hier sind wir. Hier. Das ist also der Bildmodus. Der ist ja witzig. Upgrade Wagen. Bildmodus. Not enough Ressourcen. Bildmodul. Ach so, hier können wir dann solche Module bauen. Okay. Das heißt also, wir brauchen für einen Wagen... Hä, das hatte ich doch alles gehabt. Okay, warte. Gar kein Problem. Kriegen wir hin. Ich schmelze mal ein paar Barren. So, dann schmelzen wir erstmal ein paar Barren jetzt, ne? So, 5 Stück an der Zahl. Kann ich denn, wenn ich hier gucke, ne? Ach nee, wir müssen ja an der Werkbank, ne? Hier, wir brauchen Federn, wir brauchen Schrauben. Was brauchen wir denn noch? Ich muss mir das mal aufschreiben, was wir dafür brauchen. Warte mal eben. Ich schreibe mir das mal eben auf. Sonst vergesse ich das. Ach, da habe ich auch einen Stift. Oh, warte mal, wir brauchen... zweimal... Kugellager. Zweimal Federn. Zwei... Von jedem zweimal, ne? Schrauben... Und zweimal Barren. Nee, viermal Barren. Und viermal Barren. Ist aber teuer, ey. Alter Schwede. So. Habe ich mir mal eben notiert. So, würde ich sagen, machen wir mal. Wir müssen sowieso ein paar Barren noch haben, ne? Hiervon noch wieder was mitnehmen. Ich weiß nicht, wofür dann diese Dings ist. Ach, not enough space. Ah. Ich weiß nur nicht, wofür dann hier diese Box ist. Ist das einfach nur zum... Weil man so ein kleines Inventar hat? So. Nochmal 5 Stück. Also, lass mal gucken. Wir brauchen also insgesamt... Ich würde gerne 2 Waggons machen, wenn wir das schaffen. Das heißt... 4-mal Kugellager brauchen wir. Oh, da brauchen wir ja noch das andere. Oh Gott. Okay, da wollen wir das noch. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem an und dann gucken wir erstmal. Federn brauchen wir 2 Stück. Ich stelle die erstmal her. Wie niedlich er ist. So. Jetzt wird gebaut. Was das Zeug hält. So, dann brauchen wir Schrauben. Schrauben brauchen wir auch. 2-mal, ne? Machen wir auch erstmal 2-mal. So. Hä? Er schläft. wir müssen auf jeden Fall noch Barren bauen, ne? Und wir brauchen noch Holz. Habe ich noch Holz? So. Schraubenfedern haben wir. Kugellager brauchen wir jetzt. Da brauchen wir das andere für. Warte mal, da brauchen wir das Dingen. Warte, das haben wir. Fett haben wir. Und das grüne Zeug haben wir auch. Moin, Kleiner. Stell dich direkt mal, ja, so 4 Stück her von. Komm, let's go. Muss nochmal hier das Holz mitnehmen. Scrap Metal. Barren.
Holz. Geht so langsam eng in der Tasche, ne? Aber wir können ja stacken, das ist ja nicht so schlimm. Das Leder würde ich gerne noch loswerden. Hier. Da brauchen wir das Leder ja für was anderes noch. Mal gucken. Achso, wir brauchen Holz, ne? Warte, Holz haben wir. Kein Problem. Holz haben wir, das kriegen wir hin. Erstmal auffüllen. Was geht denn hier noch für ein Brennstoff eigentlich? Müssen wir mal gucken, ob wir da einen alternativen Brennstoff haben von. Nein, ich würde es gerne aufheben. So, jetzt brauchen wir Kugellager, ne? Machen wir direkt mal 4 Stück. Können wir 4 Stück von herstellen. Dann können wir ja tatsächlich doch nochmal 2 Schrauben, 2 Federn machen, wa? Da kriegen wir doch einen längeren Zug hin. Schauen wir mal. Weil wir haben ja eigentlich echt viel gesammelt. Muss man ja sagen. Immer noch Scrap Metal. Not enough space. Ja, warte. Not enough space, ne? Warte, wir packen mal wieder das Holz mal wieder hinten rein. Das, was wir gerade nicht brauchen. Die 5 Stück behalte ich. Nein, die 3 packe ich rein, die 5 hier. Dann nehme ich das mit. Und dann würde ich gerne einmal createn, nochmal 2-mal Schrauben. Und noch 2-mal Federn würde ich gleich machen. Nicht übertreiben natürlich, ne? Und 2-mal Federn. So, dann haben wir eigentlich für 2 weitere Waggons. Ist, glaube ich, ganz gut, ne? Wir brauchen ja dann 8 Barren. Mal gucken, ob wir 8 Barren hinkriegen, aber ich denke schon. Wir haben so viel gesammelt. Was haben wir denn? 5? 6, 7? Ja, reicht. 5, 6, 7, 8 sind 8 Barren, 4 Schrauben, 4 Federn und 4-mal Kugellager. Das passt eigentlich. Wir haben genau das, was wir brauchen. So, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. So, Add Waggon. Achso, muss gedrückt halten. Geil, Alter. Irre. Upgrade, was? Plattform Limit? Plattform Limit? Upgrade Waggon? Wie kann man das denn upgraden? Gut, klar, wir können jetzt hier natürlich was draufbauen. Aber was heißt denn hier Upgrade Wagen? Ich versuche das nochmal zu bauen. Ist dasselbe? Wir schmelzen nochmal ein paar Barren. Hier haben wir noch ein bisschen was. So, das nehmen wir mit. Holz brauchen wir auch, ne? Wir brauchen jetzt auch wieder das grüne Zeug. Können wir mal eben im Lab herstellen. Davon brauchen wir, glaube ich, 2. Ich brauche erstmal Barren, ne? Barren ist jetzt, glaube ich, erstmal das Wichtige. Können wir erstmal 5 Stück her. Nein, aufnehmen. Achso. Die brauche ich ja auch. Stimmt ja. So, kann ich schon Schrauben bauen? Ja. 2-mal Schrauben brauchen wir. Machen wir erstmal 2-mal Schrauben. Das können wir pickupen. So, dann brauchen wir 2-mal Federn. Achso, brauchen wir erstmal wieder Barren, ne? So, 2-mal Federn. 2. Dann müssen wir hier wieder Brennstoff reinknallen.
wie niedlich er ist. Er ist komm, er ist süß. Muss man sagen. Er ist schon echt niedlich. So, Nummer 2. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben 2 Federn, 2 Schrauben. Davon haben wir 2. Wir brauchen noch Kugellager, ne? 2 Stück, ne? Ja, da brauchen wir noch einen Barren. Warte. Was für niedliche Geräusche er einfach macht. Er ist so super. Und dann brauchen wir auf jeden Fall 4 Barren. Das heißt, ich muss noch was schmelzen. Hui, so langsam werden die Container leer. Aber wir haben ja noch. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Wir könnten natürlich noch mehr erweitern, ne? Ganz ehrlich. Aber ich möchte es nicht übertreiben. Wenn ich ehrlich bin. Weil man muss das ja auch alles ein bisschen unterhalten, ne? Also, längerer Zug bedeutet mehr Verantwortung, ne? So, mein kleiner Scheißer. Was können wir denn da reintun? Können wir denn was reintun bei ihm eigentlich? So, warte. 3 Barren. Jetzt haben wir 4 Barren, ne? So, jetzt lass mal gucken wegen Upgrade. Upgrade Waggon. Was passiert denn dann? Hä, wir haben noch einen dazugekriegt jetzt. Hä? Es ändert sich doch nichts. Wir haben einfach nur einen dazugekommen. Das ist einfach dasselbe? Ja gut, dann haben wir jetzt 3. Ist ja egal. Nee, alles gut. Ja gut, dann haben wir jetzt 3. Hier haben wir nichts drin, ne? Okay. Trotzdem würde ich gerne einmal gucken. Wir haben ja mit T den Baumodus, ne? Wir können ja so Plattformen bauen. Würde ich die einfach erweitern. So, erstmal hier mit Blueprint. Bisschen Holz haben wir noch, Gott sei Dank. So, 2, 2, 2, 2. Haben wir noch genug Holz? 2, 2, 2. Okay, wir haben nur noch einen. Das ist auf jeden Fall viel, viel geiler. Jetzt haben wir wahrscheinlich kein Holz mehr, ne? Wo ich mein Glück kenne. Ja! Jetzt haben wir kein Holz mehr. Ach. Mist. Haben wir noch irgendwo Holz drin? Innerdings, im Lab? Take. Take. Okay, das dürfte reichen. Oder? Reicht's? Es reicht, oder? Nein! Uns fehlt Wood. Ernsthaft? Aber auf jeden Fall viel geiler, denn wir haben mehr Platz. Mehr Platz bedeutet, wir können umbauen. Da ist noch Holz. Wo ist der Holz hin? Da. Nein. Nimm das. Sehr schön. Die Frage ist nur, wo packen wir das Lager hin? Ich würde gerne Wände haben. Aber das kommt bestimmt alles noch. Kann ich jetzt als nächstes... Lass mal kurz überlegen, was wir jetzt machen. Wir haben natürlich jetzt alles weggeschmolzen, was wir schmelzen können. Wir haben nicht mehr so viel Scrap Metal und so. Wir sollen auf jeden Fall was essen, was trinken. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, gesättigt sind wir erstmal. Ich würde gerne mal wissen, können wir mit Sachen drin das umbauen? Also, kann ich das irgendwie... Dekor, Produktion, Storage... Kann ich das auch einfach irgendwie wieder abreißen? Hold. Hammer. So, T für den Hammer. Reconstruct. Reculate. Ah, okay. Mit G kann man das. Das ist ja supi.
So, dann würde ich hier in der Mitte einfach unser Lager machen. So. Schön hier am Rand anfangen. So, Place. Okay. Das ist ja geil. Mit Inhalt. Das ist ja supi. Also hoffe ich mal. So, warte. Da. Nice. Jetzt haben wir auch wieder mehr Platz. Nein! Es war Gott sei Dank leer. Ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt. Warte. So. Dann nehmen wir den auch mit. Aber ich habe es falsch rumgebaut. Ich Otto, ne? Ich muss es doch richtig bauen. Warte. Okay. Und dann einmal rotaten. Wenn dann soll es schon richtig sein, ne? Geht nicht? Wieso geht das nicht? Ah, wir brauchen Holz dafür. Ernsthaft? Oh nein, wir brauchen Holz dafür. Okay, nicht schlimm. Okay, super, dass ihr die Sachen drin lässt. Das ist ja echt nice. Boah, ich will die doch nur drehen. Okay, dann drauf geschissen. So, das heißt also, wir können auf jeden Fall umbauen. Wir müssen noch ein bisschen sammeln dann. Wir haben jetzt, glaube ich, kein Holz mehr, ne? Die anderen Kisten sind, glaube ich, alle... Wir können die eigentlich auch abreißen. Ich weiß noch nicht, ob wir was wiederbekommen. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich noch mit. So, dass die Kisten leer sind. Die Essenskiste lasse ich mal. Dann würde ich das hier schon mal so ein bisschen sortieren. So. Hier packen wir das Leder rein. Oder nicht. So. Er ist voll niedlich. Kann man ihn in Pickup mal umbauen? Ich würde ihn auch umbauen wollen. Tee. Kriegen wir da Holz wieder? Ja, nice. Kann ich ihn umsetzen? Am besten hier so. Warte. Hier so hin. Ja! Hey, mein Freund. Na, wie ist die Lage? Oh, der ist voll cool. Feed Mushroom. Oh, wir müssen den füttern. Oh, Mushroom? Wir haben keinen Mushroom. Pick up. Scrap Metal. Wir haben keinen Mushroom, Kumpel. Sammelt der für uns? Kann das sein? Den Ofen würde ich vielleicht auch noch umbauen. Wenn wir dabei sind. Hier so hin. Oder? Machen wir hier die Küche. Komm, wir machen hier die Küche. Und die Kiste kann nämlich dann auch hier hin. So, warte. So. Gut. Der Rest kann erstmal eigentlich, oder? Können das eigentlich auch umbauen, ne? Sagen so die Werkbänke und den ganzen Kram hier so hin und vorne erstmal nur zum Fahren. Habe ich noch Wood? Nein, wir haben keinen Wood mehr. Egal. Wir haben auf jeden Fall ein paar Barren auch wieder bekommen, das ist nice. Multitool-Modus. Wir haben keinen Platz mehr für Dings, ne? Sehe ich, für die Barren. Und wir haben auch keinen Wood, das heißt, wir können auch noch keine neue Kiste bauen. Gut, ist nicht so schlimm, aber ich finde, es hat was. Es wird größer, es wird geiler, es wird, oh mein Gott, es wird ein großer Zug. Tschu-tschu. Ja, in der nächsten Folge reisen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen was am Research Table zu tun, um, ja, weitere Sachen zu bekommen. Mal gucken, was Fridolin so macht in der Zeit und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Void Train. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.